Mhm. Einfach mal jetzt hier so gerade durch. Bist du auch nicht qualifiziert? Nein, natürlich nicht. Das sind über 2000. Gut, dass wir nicht mitsteigen. Hallo und herzlich willkommen aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin. Es ist tierisch laut. Wir begrüßen heute voller Stolz die 600. Sendung von Sport in Schwerin. Hier, und wir sind ganz stolz, Ihnen das Mecklenburg-Derby präsentieren zu können. Der SV Grünwald Schwerin empfängt die TSG Wismar. Ich habe jetzt beide Sportleiter der beiden Mannschaften hier. Auf einen Seite Torsten Wild, die neue von Grünwald Schwerin, Herr Soldat von der TSG Wismar. Und ich wende mich erstmal an den Herr Soldat. Es ist ein Wahnsinnsgefühl, hier heute zu stehen. Mit welchem Gefühl gehen Sie heute in dieses Spiel? Ach, es ist doch toll für Mecklenburg-Vorpommern, so ein Derby zu haben und in der Landeshauptstadt so viele Zuschauer am Sonntagnachmittag zu ziehen. Ich denke, das ist mal die erste Aufgabe, und den Frauenhandball hochzuhalten. Ja, das hat die TSG Wismar sehr, sehr lange getan. Hat lange in der zweiten Liga gespielt, hat teilweise sogar in der ersten Handball-Bundesliga gespielt. Jetzt stehen sie kurz davor, von Grün-Weiß überflügelt zu werden. Macht das ein wenig Angst? Überhaupt nicht. Wenn Mecklenburg-Vorpommern weiter im Frauenhandball Bestand hat, dann sind wir alle gut aufgestellt. Und das muss ich erst zeigen. Nach dem Spiel sind wir schlauer, denke ich. Das ist ganz sicher. Lutz Kau, der Trainer, ehemals TSG Wismar, heute Grünwald Schwerin, war volles Lobes für ihr Verein, was er geleistet hat. Er sagt, ihr habt Zweitliga-Bedingungen da. Wann geht's für euch zurück? Ja, aber das hat sich alles ein bisschen wieder konsolidiert. Es ist nicht ganz einfach, heute den Frauenhandball entsprechend zu finanzieren. Und auch in Wismar ist das nicht ganz einfach. Das Wirtschaftsleben ist nicht so pulsierend, wie wir es gerne brauchten. Und das zweite große Manko ist, es gibt nicht genügend Sportlerinnen, die auch bereit sind, bis aufs Uferlose den Frauenhandball aufzutreiben. Und es gibt keinen Markt für den Frauenhandball. Das ist meine ehrliche Meinung hierzu. Ja, da können wir gleich mal, Thorsten, Vinti Neuer, Schwerin auf dem Weg nach oben. Ihr seid kurz davor, bis wir heute zu überholen können. Fünfter werden mit einem Sieg heute. Wir haben eine volle Halle. Gibt es einen Markt für den Frauenhandball? Ja, also wir können vielleicht heute mal an Wismar vorbeiziehen. Wismar hat natürlich lange Tradition und ist da ja auch immer schon seit Jahren jetzt da oben. Und ich sehe das ähnlich wie Herr Soldat, dass wir den Frauenhandball damit, es ist ja schön, wenn man so eine Halle füllen kann, dass eben hier Leute das frequentieren und sehen. Und insofern gesehen ist das für den Nachwuchs, dass der sieht, Mensch, vor so einer Halle möchte ich, in der Halle möchte ich spielen, möchte ich auch mal Handball spielen. So erreichen wir das, dass wir weiterhin Mädchen generieren können. Und das ist eigentlich so der wichtigste Aspekt dabei dann. Ne? Und alles andere ist reine sportliche Sache, das wird man sehen. Sportlich fair, ist auch gut, dass es auch ein bisschen Kribbeln gibt und das ist auch in Ordnung. Ja, sportlich läuft in letzter Zeit relativ gut. Und im neuen Trainer, abgesehen vom DRB-Pokal ungeschlagen in der Liga, wo geht es noch hin die Saison für euch? Ja klar, wir wollen den Schwung natürlich mitnehmen und das ist ja klar. Und es ist ja oftmals ja so, wenn Trainerwechsel da sind, und ich glaube, dass der Lutz Kau natürlich auch ein Handballfachmann ist, das merken die Mädels, sie folgen ihm und es macht ihnen Spaß und dementsprechend ist Erfolg da, das kommt auch. Ja, nun gucken wir mal, ne? Also nach oben hin ist ja gar nicht so weit, aber alles, was wir jetzt so im Bereich, weiß ich, 5, 6, alles gut. Also, alles gut. Ja, aber man hat in bei Grünwald Schwerin ja ausgesprochen, man möchte mittelfristig zweite Liga spielen. Ist ein angepeiltes Ziel nächstes Jahr realistisch? Nein, also das ist gar nicht. Natürlich ist es so, dass wir uns dahin weiterentwickeln sollen, aber also für mich ist immer entscheidend, dass einmal die wirtschaftliche Grundlage langfristig und natürlich auch die sportliche, was den ganzen Nachwuchs betrifft. Und da ist noch viele Aufgaben, und wenn das gewährleistet ist, dann sind wir da auch weiter auf dem Weg. Klar, dann soll das auch passieren, wenn es sein muss, kommt es auch. Ja. So, jetzt fiebern bei so einem Spiel natürlich besonders mit. Trotzdem würde ich jetzt von beiden Präsidenten gerne noch einmal so einen Tipp. Wie geht das Spiel heute aus? Zuerst natürlich der Gast. Ich denke, es wird eine ganz knappe Entscheidung, und wer über 60 Minuten in der Lage ist, zu fighten und zu kämpfen, der wird gewinnen. Ich setze mal auf TSG, dass sie über die Länge der 60 Minuten vielleicht das glückliche und bessere Ende für sich hat. Ja, der Soldat-Tipp, wie im Hinspiel, TSG Wismar gewinnt. Herr Wittierneuer? Ja, muss ich natürlich auch gegenhalten und halte ich auch gegen. Ich glaube schon, die Mädels sind gut drauf, sie wissen das und die wollen das natürlich das Hinspielergebnis dann auch revidieren. Ich glaube, dass wir am Ende mit einer oder zwei gewinnen. Das ist klare Ansage. Als kleine Motivation für beide Mannschaften, der Schweriner Fernsehen heute mit der 600. Sendung spendiert Sekt für den Gewinner. Das sollte ein anderes sein für beide Mannschaften. Könnt ihr beide Mannschaften gerne mitgeben, und dann sehen wir uns nach dem Spiel wieder und freuen uns jetzt auf das tolle Derby SV Grünwald Schwerin gegen die TSG Wismar.
Herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz zu diesem Mecklenburg-Derby. Grün-Weiß-Schwerin gegen TSG Wismar. Die TSG Wismar wird anwerfen bei mir. Handball-Experte, ehemaliger Trainer TSG Wismar, Timo Lapp. Thilo, erstmal hallo, schön, dass du mit dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Und Thilo, du weißt gerade darauf hin, wir haben es noch 16.40 Uhr. Anwurf war 16.45 Uhr. Also schon die erste Kuriosität dieses Derbys. Ja, man sieht, wie heiß alle beide Mannschaften darauf sind, dieses Spiel endlich zu spielen. Und deswegen entscheidet man sich, 3 Minuten früher anzufangen. Ja, ich hoffe, dass alle Zuschauer schon eingetroffen sind und jetzt auch von Anfang an dabei sein können. Und sind das erste Tor von Christine Wolter. Oh, es geht gleich Schlag auf Schlag hier. Vivian Erdmann. Ja, Thilo, bis vor kurzem noch Trainer der TSG Wismar. Schon ein bisschen länger her, richtig, aber
Wenn du jetzt noch auf der Bank von TSG Wismar sitzen würdest, wie sehr hättest du jetzt ein zwiegespaltenes Herz, wo deine Frau im Trikot von Grünwald Schwerin spielt? Ja, das kann man so von Weitem nicht sagen. Oder natürlich freue ich mich immer, wenn meine Frau eine gute Leistung bringt, völlig klar. Aber in dem Moment wäre das, glaube ich, sehr professionell und man würde auf die eigene Mannschaft achten. Und die Wismarer Mannschaft liegt jetzt zurück. 2-1 Grünwald Schwerin, Wilhelm Bartlau. Das schnelle Tempo gegen Stoßspiel von Grünwald Schwerin. Schönes Kreisanspiel. Tor! Johanna Brinkis mit Treffer Nummer 4 in diesem Spiel nach knapp 2 gespielten Minuten. Ja, man kann nach 2 Minuten sagen, beide Mannschaften sind schon drin im Spiel. Also ich finde, man sieht zumindest nach 2 Minuten schon die Spielanlage beider Mannschaften. Bei der einen schnelle Spiel, schnelle Mitteltempo-Gegenstoß und bei der anderen mehr die Spielfähigkeit. Also TSG Wismar hat beide Tore schön rausgespielt und Schwerin einfach durch schnelles Spiel geantwortet. Ja, und jetzt rausgespielt, der 7 Meter für Grünwald Schwerin, Daniela Ernst holt ihn raus. Gibt noch die gelbe Karte gegen Johanna Brinkis. Und wenn die Künste, kommt man nicht hier. Aber die Mannschaft beginnt relativ schnell. Das wird kein Tempo sein, was wir über das ganze Spiel sehen können, oder? Nein, also ich denke auch, dass die TSG Wismar schon gehalten ist, das Tempo auch ein bisschen rauszunehmen, längere Angriffszüge zu spielen, weil ein schnelles Spiel spielt eher Schwerin in die Karten. Lecker. Kommt nicht an mit dem Partner im Kreis und wollte scheitern an Navilek. Und Treffer zählt nicht. Schade. Ja, Kerstin Labs. Mann, Fieber, den nehmen wir mit. Wieder Labs, diesmal am Tor vorbei. Oder große Lücke, jetzt über Haus gespielt und vorbei am Tor von Svea Pinkos. So, jetzt 5 Minuten rum, das Spiel beruhigt sich etwas. Ersten Fehlwürfe und auch Grün-Weiß merkt, das kann man nicht, das Tempo kann man nicht über die komplette Zeit gehen. Künzel. Am Tor vorbei. Zeigt sie hoch, wieder am Tor vorbei. Bartlau bekommt den Pass und konnte er nicht.
bei Schmarin fehlt mir ein bisschen die Idee gerade im Angriff. Das ist das, was ich meinte. Also die spielen sich egal gegen die stehende Deckung. Da wird sich Schwerin schwerer tun gegen Wismar. Da sind sie doch stabil in der Deckung. Also wenn sie die erste, zweite Welle nicht schaffen, der Angriff gegen den Zeitspiel, der davor schon fast, war schon Notwurf. Und da sieht man, sie müssen aus der Deckungsarbeit mit der guten Torhüterleistung, muss Schwerin einfach erst zweite Welle laufen, wenn sie das Spiel offen halten wollen. Ne? Das wenn Wismar schafft, die zurückzukommen und sie vor die Deckung zu stellen, dann glaube ich, haben sie eher Schwierigkeiten. Das spricht für einen kleinen Favoritenbonus für die TSG Wismar. Nein, das würde ich nicht sagen. Sie müssen die Tore ja auch machen im Angriff. Und wir haben auch Druck, den Angriff abzuschließen. Und ansonsten laufen sie halt in die Gegenstöße. Ne? Aber wenn das so wie jetzt ist, ist eben nur eine schnelle Mitte möglich. Ne? Herr Polter mit dem Tor zum 3:3. Jetzt beide Variante gespielt. Ah, versucht das Sperre absetzen zum Kreis. Günzel Ehrenmann über Außen. Lars scheitert. Kollegger, klasse, Torschuss, Kollegger gegen Erdmann und es gibt 7 Meter. Und gelb gegen den Erdmann. Es gibt 7 Meter. Bereits die zweite gelbe Karte für Grünwald-Schmarin. Und jetzt kommt Ludmila Jemacek, lange Zeit die Vorzeigespielerin der TSG Wismar. Unten links, sag ich. Unten links, da bin ich ja gespannt. Unten links vom Torhüter jedenfalls. Aber auch die Spielerin, ja, Badlau. Ich weiß nicht, ob man das noch gesehen hat jetzt auf dem Bild, liebe Zuschauer. Das Aufspringen der Wismarer Bank und das in der 8. Minute. Das ist Derby-Feeling. 4:3. Aus der Sicht der Gäste. Das Spiel funktioniert nicht. Kommen wir mit dem Freiwurf. Eva Marie Kollegger macht da viel Alarm jetzt schon in den ersten 10 Minuten. Erdmann, tolle Pfütte, Tor! Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, zum Erfolg zu kommen, das 1 gegen 1. Nur scheitert und Badler mit dem Konter gehalten! Stephanie Pretzel. Ein lebendes Derby.
Nee, es gibt auch Freiwurf, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee. Hat Thilo den schönsten Kopf? War zu eng auf der Seite. Alle Spielerinnen verlagern dorthin. Ball geht darüber, da war kein Platz mehr. Da muss jetzt die Gegenbewegung wieder kommen, um hier die Offensive abzuschließen. Ähnliche Situation jetzt, ne? Alle Spielerinnen einer. Ja, und Wolter macht dann das Beste draus, steigt hoch, netzt ihn ein. 5-4 für die TSG Wismar. Mit der Entscheidung, jetzt müssen wir mal springen. Und jetzt kommt Justin Steiner ins Tor. Gegen Vivian Bartlau. Hier drin. Jetzt weiter Treffer von 5. Wie schwierig ist es jetzt eigentlich, die Verständigung und Abwehr bei so einem Krach in der Halle? Also, wenn du die Verständigung bis hierher nicht hast, dann wirst du es in diesem Spiel auch nicht kriegen. Also, es muss schon klappen in so einem Spiel, durch Vorbereitungszeit oder viele Spiele zusammen gemacht haben. Ansonsten ist man muss sich einfach blind verstehen. Die Kommunikation ist schwer. Wir sehen das auch, dass im Angriff, wenn jetzt hier gesprochen wird, dass die Spielerinnen nicht verstehen, was angesagt wird. Also, ist schon sehr laut, ist schon gute Stimmung hier. Oh, schlimmer Foul entschieden. Gegen Künze. Ball an den Posten, der vom Gegenstoß Bartlau. Gibt Freiwurf für Schwerin. War natürlich eine komische Bewegung, aber sie hat die Hand auf den Ball gehabt, alles gut, mehr als Freiwurf war es halt nicht. Ne? Und das sagt der Schiedsrichter Vivian Bartlau jetzt auch deutlich. Und das heißt Freilabs, Treffer. Da gibt es dann auch die Glückwünsche von der Seite. Ja, das sind Spiele, die liebt Kerstin. Wenn es um 4 geht und das Spiel eng ist und so, dem liebt sie die Spiele. Ja, die Spiele, die lieben wir auch. Deshalb sind wir alle hier zum Mecklenburg-Derby Grün-Weiß-Schwerin gegen die TSG Wismar. Ein würdiger Rahmen für die 600. Sendung von Sport in Schwerin. Ja, schwieriges Duell für Vivian Bartlau. Oh.
war alles weggeschenkt. Und die Möglichkeit zur ersten 2-Tore-Führung in diesem Spiel war aus Lars. Und Kohlhecker, gut aufgepasst. Gefällt mir gut. Also, stehen Sie sich des Öfteren selber im Weg, die Wismaranerin. Und aus Team Timeout genommen von der TSG Wismar. Wir hören mal rein. Ganz kurz, wir wechseln durch. Claudia bleibt, dafür kommt einmal Luda. Ja, Position Angriff. Und wir wechseln, Chini bleibt auf der Bank, Mikkel kommt rechts außen und Schwer rückt auf Halbpunkt. Ja? Und versucht vorne mal ein bisschen Spion zu spielen. Ja? Und in der Deckung aggressiv. Ja? Bereitstehen, helfen. Ja? Und nicht 5-1 bleiben. Wie stehen wir ab jetzt? Die Julia auf halbe Mikkel außen? Ja. Jetzt kommt, go! So, gar nicht so viel gesagt. Bisschen durchgewechselt. Position gerecht. Und Jemacek kommt jetzt ins Spiel. Es wird Abwehrangriffwechsel geben bei Wismar. Ansonsten Abwehr aggressiv anpassen und vorne mehr ausspielen. Das wurde gesagt. Abwehrangriffwechsel, hat er gesagt? Ja, ein Abwehrangriffwechsel. Das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn sie jetzt auf halb links spielt. Langer Wechselweg. Und Schwerin spielt eigentlich schnell, erste Welle, zweite Welle, schnelle Mitte. Da ist das Wechseln eigentlich fast nicht möglich. Hey, und macht auch gar nicht, auch wenn er es angesagt hatte. Und er hat noch Zeit. Halt nicht, ne? Sie schaffen es nicht. Und jetzt mal der Tempo-Gegenstoß durch die TSG Wismar. Und Nabelek mit einer Parade. Was für eine Parade. Ich glaube, wenn wir so weiterspielen heute, dann werden sich einige die Eintrittskarte einrahmen. Weil ein Wahnsinnsspiel ist hier. Ja, aggressiv in der Abwehr. Bisher gute Abwehrarbeit der TSG Wismar. Er hat mal entscheiden. Aber typisches Spiel von Vivian Erdmann. Auch dass sie es immer wieder versucht, auch wenn es nicht klappt. Muss ich auch. Also als Halblinger darfst du auch nicht drüber nachdenken. Also du musst, wenn du eine Chance erkennst, weiterwerfen. Letztendlich entscheidet der Trainer, ob du weiterwirfst oder nicht, indem er dich runternimmt oder nicht. Solange er du das Vertrauen hast und auf der Platte stehst, musst du weiterwerfen, weil sonst hilfst du der Mannschaft nicht, wenn du einfach nur mitspielst. Gut verteidigt von Erdmann. Und Jemacek. Oh, Doppelpfosten! An sich eine tolle Schützin, mit mir ein Jemacek. Ich sage, eine tolle Schützin. Ja, sie hat ein unglaubliches Auge. Ne? Sie ist nicht mehr die Schnellste, aber sie hat eine unheimliche Routine und unglaubliche Nervenstärke. Ja, das konnte ich live miterleben beim Relegationsspiel gegen Oldenburg. Ja, zum Beispiel. Da war sie, ja, ich will nicht sagen, 55 Minuten nicht vorhanden, aber die letzten 5 Minuten gewinnt sie das Spiel. Ja, macht die letzten 4 Tore und wir gewinnen das Spiel mit ihr. Also,
Und auch in wichtigen Situationen ist das so, nach dem Motto, gib mir den Ball und geh zur Seite, ich mach schon. Und diese Verantwortung übernimmt sie wirklich. Und man muss dann natürlich auch mit anderen Mängeln vielleicht mal leben bei ihr, denn im Alter, das ist nun mal einfach so. Ne? Trotzdem sicherlich noch ein großer Gewinn für die TSG Wismar. Und das hier erneut. Und die Wahrscheinlichkeit für Nabelek. Ah, 7 Meter gepfiffen, so wie es aussieht. Ja, 7 Meter. Abwehr im Kreis, würde ich sagen. Was anderes kann es gewesen sein. Und Kürze, sicher, 2 Tore für Rosenberg. Und aber auch mal wieder Zeit für ein Tor. Er wird so einen Kochen hoch, haben wir einen Schrittfehler gesehen. Aber ich tippe jetzt auf ein Anspiel, Jamacek an Kreis, pass auf. Ich bin sehr gespannt. Und passives Spiel angezeigt. Kollege, Jamacek und Nabelek. Ich denke, sie hat die Zeit fürs Kreisanspiel nicht mehr gehabt. Wir hören die Anlage einfach nicht. Haben wir eben gut beobachten können. So, unheimlich laut hier. In der Reiterbahn. Oh! Labs haltet! Bartlau und Kürzel nicht mehr laufen und Bismarck konnte zum Anschluss. Marin Tegler. Erdmann. Es gibt gelbe Karte gegen Kohlecker. Richtig. Wegen falscher Sperre, würde ich sagen. Nein. Also gelbe Karte gegen Kohlecker, weil geschoben in der Luft beim Wurf. Trotzdem der Wurf noch ausgeführt, deswegen Tor ab. Aber gelbe Karte hinterher gezückt für das Foulspiel in der Anlaufbewegung. Ja, für mich persönlich, das war ein Wurf, den ich mir persönlich als Spieler nicht genommen hätte. So viel freier Raum nach vorne, so weit in die Rückwärtsbewegung gedrängt. Was sagt der Trainer dazu? Ja, das ist so. Sie hat den Raum erkannt, vorher ist da rein, ist dann aber gestört worden und hat nicht mehr abgebrochen. Also vielleicht wäre es klüger gewesen, im Moment den Wurf abzubrechen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob eine Anspieloption da gewesen wäre. Vielleicht musste sie den Ball auch werfen, damit sie keinen technischen Fehler macht. Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Jamacek. Scheitert am Block. Von Kürzel und Ernst. Oh, der Ball ist weg. Und das ist schön gespielt. Das kann Nabelek hält. Und jetzt gibt es die Team-Timeout von Römer Schwerin. Und auch da hören wir mal rein. Deckung ist okay, meine Damen. Noch ein bisschen aufmerksamer, wenn ihr euren Gegenspieler auf euch zurennen sollt, dann kommt sehen, dann müsst ihr auch aggressiv arbeiten. Ja? Vorne im Angriff, nochmal, wir müssen einfach mehr Bewegung reinkriegen. Nicht seitwärts quer zum Tor laufen, sondern immer Richtung Tor. Du musst nicht über die Spitze rüber, sondern du musst vor der Spitze versuchen reinzukommen. Und dann ist hinten der Kreisläufer, der quer arbeitet. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Ja?
nach innen gehen, oder kommt der Kerstin, nach innen gehen, nach außen und spielen. Oder nach innen gehen, den Pass zur Mitte und einlaufen. Und dann muss verschoben werden, okay? Ganz ruhig weiter, alles klar, ja? Okay. Ja, klare, eindeutige Ansagen von Lutz Gau. Mehr Tempo, mehr direkt aufs Tor, nicht seitlich verschieben, sondern direkt drauf, auf die Abwehr. Und in der Abwehr, wenn der Gegner kommt, aggressiver rauf. Ansonsten stehen sie gut. Kann ich unterschreiben. Hallo. Haben wir jetzt auf Wechsel gesehen? Julia Benck jetzt auf der Position für Kerstin Labs, ehemals Felke, und Kürzel scheitert. Der Matzek hat sie sich nicht getraut. Abbruch. Oh, das ist klasse gespielt. Und wieder Nabelek. Toller Einlauf von Bobara. Also Noemi hat ja schon 300-400%ige weggenommen, also im Moment hält die Schwerin echt vorne, ne? Ja, Wahnsinn! Daniela Herz, auf ehemals Wismar, 7 Meter für Schwerin. Und Justin Steiner kommt wieder für die 7 Meter. Und wenn man überlegt, die Nabel erkält, und man dann überlegt, dass Schwerin noch an der Pöschel auf der Bank sitzen hat, dann muss man sich keine Sorgen um die Torhüter machen. Nein, definitiv nicht. Das ist sehr gut aufgestellt. Künzel. Sicher. Ihr dritter Treffer, ihr dritter per 7 Meter. Man sieht ganz klar, das Spiel wird in beide Seiten von den Deckungsreihen dominiert. 8-6, 25 Minuten. Wenn man jetzt mal die Gegenstöße abzählt, gelingt fast keiner Mannschaft normales Tor aus dem Spielverlauf heraus. Ne? Also es wird doch ordentlich zugepackt dort und ein gewisses Hemmnis, den Ball locker zu werfen. Jetzt Diamantschek. Genau ihre Situation. Macht den Anschluss. Und denkt scheitert an Diamantschek. Also wird sich das Spiel am Ende auch ein bisschen daran entscheiden, welche Deckungsreihe zuerst federn lassen muss. Nein, also das, was Lutz gehaut und sagt, man muss einfach ein bisschen mehr Zug zum Tor entwickeln. Wenn ich ewig vor der Deckung rumspiele, dann nur in alle paar 20, 30 Sekunden eine Torchance überhaupt kreiere, dann muss ich sie auch reinmachen und dazu muss ich mehr Richtung Tor marschieren, völlig klar. Ne? Könnte entscheiden, aber sie musste werfen, passives Spiel angezeigt. Der Matzek. Ihr dritter Treffer zum Ausgleich. Ach da, Erdmann jetzt von der Außen. Ebenfalls gehalten. Und wieder springt die Wismarer Bank auf. Das lebt hier das Derby. Und da sieht man auch ein ganz tolles Spiel. Muss nicht unbedingt viele Tore haben. Nein, aber das war beim Derby auch nicht zu erwarten. Ich habe nicht gedacht, dass es hier 33-33 ausgeht. Also
Dazu, beide Mannschaften kennen sich natürlich auch durch die Nähe. Man sieht beide, auf beiden Seiten Spielerinnen immer jeweils bei den anderen Spielen auf der Tribüne. Und in so einem Derby möchte man natürlich auch wenig Fehler machen. Das heißt, man hält den Ball dick länger, man spielt wenig Risiko, es werden weniger Würfe genommen. Und das macht einfach die Angriffsquote nachher aus. Ne? Ja, man zeigt an den Kreis. Oh, guck jetzt mal. Die Führung für die TSG. Ja, da bringt es. Jetzt haben sie den Knoten gelöst auf der Wismarer Seite. Ja, Schwerin muss jetzt gelingen, Jemacek zu stoppen. Weil wenn sie jetzt ins Laufen kommen, Laufen meine ich jetzt sprichwörtlich, also Tore und Anspiele für den Kreis. Jetzt hat sie zweimal getroffen, jetzt tritt die Deckung raus, jetzt findet sie den Kreis. Also da muss Schwerin enger stehen auf der Seite. Ne? Ja, 2 Minuten Zeitstrafe gegen Johanna Brenkis. Sie hatte schon in der 2. Minute gelb gesehen, da ging nichts mehr. Gegen Vivian Erdmann. Jetzt sind 2 Minuten auf der Uhr. Boah, das ist ein tolles Kreisanspiel. Gibt es Gelb gegen Jemacek? So richtig sehen konnte ich leider nicht, was da war. Ludmila Jemacek bekommt Gelb für die Aktion. Ich vermute mal, dass sie einfach unglücklich gelandet ist. Ja, das Tor von Daniela Ernst tritt. Ja, ein bisschen Konfusion in der Halle aufgrund der Verletzung jetzt von Vivian Erdmann. Ist das Tor ein bisschen untergegangen? Aber das Tor zum 9:9 erzielte Daniela Ernst, nachdem sie es toll abgesetzt hat am Kreis. Und so kehrt ein bisschen Ruhe ein in die Reiferbahn-Sporthalle. Etwas zum Durchschlafen für die letzten 2 Minuten vor der Pause. Scheint er was an der Schulter abgekriegt zu haben, Vivian Erdmann. Wäre natürlich ein derber Ausfall. Ich denke eher Solarplexus. Ne? Also die scheint ein bisschen schwindig zu sein, die Beine gehoben und ein bisschen Stirn kühlen. Also ich denke einfach, dass sie ein bisschen, sie vielleicht auf dem Brustkorb eine gekriegt hat und ein bisschen Luft weggeblieben ist. Ja, das wäre fast zu wünschen, weil dann sieht es deutlich schlimmer aus, als es ist. Denke ich. Und da steht sie. Vivian Erdmann. Und das sieht gut aus für Vivian Erdmann nach diesem bösen Foul. Und sie wird erstmal für das Zeichen abgeben. Aber erstmal geht es nicht weiter für Vivian Erdmann. Aber es scheint recht zu haben. Thilo hält sich den Magen. Und der Job von Vivian Erdmann darf jetzt seine Frau wieder übernehmen. So, und jetzt reagiert Schwerin mit einer Manndeckung gegen Jemacek. Ja, sicherlich geschuldet aus der Überzahl, ne? Also in der Überzahlsituation. Und wir wollen sicherlich mal ein, zwei Ballgewinne organisieren. Weil ist auch richtig, weil jetzt wäre auch Luda eben eine, die in dieser Phase, wenn Unterzahl den sich den Ball nimmt und das Ding reinmachen würde oder zumindest den Wurfversuch bringen würde. Ne? Jetzt gibt's Gelb. Gegen Lars.
zu früh losgelaufen. Und Jermacek wirft auch tatsächlich abgefälscht. Es gibt Einwurf. Passives Spiel angezeigt. Vorletzte. Jetzt müssen sie abschließen. Schießen ab. Tor für Wismar. 9 zu 10. Das war nicht gut verteidigt von Römer-Schmerin. Nein. Weiter mit ihrem vierten Treffer. 30 Sekunden noch in der ersten Hälfte. Gespielt. Badlau verwirft. Und jetzt lassen wir noch 20 Sekunden für Bismarck sogar hier mit zwei Toren in Führung zu gehen. Ja, das war jetzt nicht so schlau, eine Überzahl den Wurf zu nehmen. Also da hätten wir ein bisschen besser ausspielen müssen. Gerade auch bis zum Ende der Zeit. Ne? Also im schlimmsten Falle kriegen sie jetzt wirklich noch ein und das wird schwer dann. Ne? Ja. Und er ist drin. Und zwei Tore Führung für die TSG Bismarck. Christine Wolter mit ihrem 5. Treffer. Und so gehen wir hier in die Halbzeit im Mecklenburg-Derby. Grün-Weiß gegen die TSG Wismar 9 zu 11. So, auf geht's in Halbzeit 2. Grün-Weiß mit Anwurf, Spielstand 9 zu 11. Und mal schauen, wir sind sehr schnell in die erste Halbzeit gegangen. Wie wir jetzt die zweite Halbzeit angegangen wird, weil mir immer noch Timo Labs das begleiten wird, Julia Weng. Toller Anfang. Das ist natürlich eine tolle Antwort. Jetzt hat Bismar Vivian Erdmann erstmal aus dem Spiel genommen durch den Treffer auf den Soda Plexus. Und besser kann sich Jona Wenk da nicht einführen. Nein, das ist richtig. Sie kann, muss die Verantwortung jetzt übernehmen. Oh. Sie muss jetzt die Verantwortung übernehmen auf der Position. Das ist sie auch in der Lage. Oh, stimmt. Kein Stimmerfoul. Die beiden kennen sich sehr gut aus der Polizeiauswahl, spielen zusammen in der Polizeiauswahl. Ne? Der Ball verloren für Schmerin. Schön, der Kreis durchgesetzt, 7 Meter. Aber schön gespielt. Und Ludmila Jemacek. Unten rechts. 15 für Bismar. 20 Meter von Jemacek, zweiter Treffer. Glück, da holt den Ball noch. Schön. Felkel, der ist nicht drin. Ehemals Felkel, es ist immer noch so drin. Thilo, entschuldige. Natürlich, Kerstin Lamm. Und der Treffer, Johanna Brinken. Ihr dritter Treffer, 10-13.
Also Schwerin sollte jetzt nicht den Fehler machen und in der Rückwärtsbewegung nicht mitarbeiten. Also Wismar kann auch in der ersten und zweiten Welle laufen. Wir haben jetzt zwei Anspiele gesehen aus der zweiten Welle heraus und da muss Schwerin schon verteidigen wollen. Jetzt wieder der Tempo-Gegenstoß und wieder das Tor für Wismar. Marin Tegler. So ein Öffner passt nach außen an sich gar nicht schlecht, aber wenn er außen noch zusteht. Ja, insgesamt wird es wieder zu viel rumgespielt. Ne? Das, was Lutz Gauner aushält, wohin schon bemängelte, auf die Nahtstelle zu gehen. Also es wird viel vor der Deckung rumgespielt, aber nicht gerade. Ja, wenn die könnte, nimmt sie dann her, die Treppe. Ja, Marcek im Doppelpass, Treffer. Fünfter Treffer von Jabacek. 11-15. Freiwurf für Schwerin. Und 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit und die Schweriner, die Wismarer Fans kriegen Oberwasser. Jetzt richtig mit. Und jetzt geht's los. Schrittfehler. Thilo Lahm sagt gerade. Und da pfeift der Schiedsrichter. Und Schwerin ist nervös. Vielleicht hören Sie das, liebe Zuschauer. Jetzt geht's los. Sprechchöre aus dem Wismaraner Block. Jemacek, Pfosten. Der Ball nicht gehalten von Ernst. Über außen, Tegler. Tor. Hier drin der Treffer. In 16. Und dann war Dragisa Klindo, nimmt den Wurf, scheitert. Das ist jetzt auch nicht das richtige Mittel aus dem Rückraum, diese Würfe. Sie müssen halt mehr spielen, um die Wismarer Deckung überhaupt in Bewegung zu bringen. Spielen, Kreuzung, Parallelschuss bis zur Außenposition, weiterspielen. Aber eine Dragisa Klindo Rückraumwurf, das haben die anderen vorher versucht und können das auch besser. Ne? Eine Yoda oder eine Erdmann kann halt besser die Rückraumwürfe. Das geht nicht, so muss, es muss mehr gespielt werden. Der Marcel, abgefangen von Davilek. Ah, ein guter Pass von Klindo. Und der Treffer für die TSG Wismar. Maria Bubera. Und die Frage ist, welche Möglichkeit hat Lutz Gau jetzt? Zum Beispiel die Teamtimer, die nimmt er jetzt. Und wir hören rein. Du weißt, Schrieb, die andere geht auf
Leute, wir müssen Sicherheit in unser Angriffsspiel kriegen und keine Risikopässe machen da vorne. Spielt die Angriffe vernünftig aus. Wenn wir die Chance haben zum Konter, dann gehen wir ab. Ansonsten müssen wir die Angriffe vorne ausspielen. Und hört auf, da irgendwo den Ball hinzuwerfen, wo keiner von uns ist. Hinten in der Abwehr, bei der Konterabwehr. Die laufen jetzt mit uns Konter, weil wir auf 6 Meter stehen. Zwischen 9 und 12 Meter sollen wir arbeiten. Okay? Los, auf geht's! Hau weg! Viel Spaß hier, zweite Halbzeit, auch wenn es jetzt schwer wird, wir sind bei 11 zu 17 der Rückstand. Und anschließend haben wir... Ja, Lutz hat jetzt etwa das gesagt, was sie vorher auch schon gesagt hat, mit etwas aggressiverem Unterton. Und zwar Angriffe ausspielen, nur die Konter schnell abspielen, ansonsten das wirklich ausspielen, die laufen lassen. Er sagte, die laufen mit uns Konter, weil wir auf 6 Meter arbeiten, wir sollen zwischen 9 und 12 Meter arbeiten. Genau so, wie ich auch gesagt habe. Also es wird nicht richtig auf die Nahtstelle gegangen. Wenn man allein in den letzten Angriff von der Bovara sieht, eben mit welchem Herz wieder sich da reinschmeißt, um den abzuschließen, den Wurf, habe ich bei Schwerin in dieser Halbzeit noch gar nicht gesehen. Ah ja, und hört auf, die Bälle hinzuwerfen, wo keiner von uns ist. Das hat er auch noch gesagt. Schöner Satz. Und das Spiel ist aus. Jessica Jamna. Und trotzdem, 5 Tore ist ein ganz schönes Stück Arbeit für Schwerin noch, wenn das heute was werden soll. Zumindest mit einem Punkt. Ja, es gibt ja mal Spiele, da holst du sowas locker wieder rein, aber dann bist du meistens auch sehr häufig in Torwurfnähe und hast du das Pech gehabt, bist am Posten gescheitert oder so. Aber das war bis jetzt nicht so. Also es war von Anfang bis Ende bis jetzt das Schwerins Angriffsspiel schon sehr hakt. Also der Gegenschuss toll, erste, zweite Welle auch gut, schnelle Mitte okay. Aber normales Positionsspiel doch problematisch. Und jetzt passiert genau das, was ich mal wieder hofft habe. Dragica Klindo. Mit dem Kontertreffer. Vorher gut gearbeitet von Julia Wenk. Da außer Tor! Und 2 Minuten Strafe gegen Jessica Jander. 18 zu 13, die SG Wismar. Natürlich. Der schlechteste Fall für Schwerin. Erst das Gegentor und dann noch die 2 Minuten hinterher. Das schlechteste Fall im Angriff, im Abwehrspiel. Erst das Tor kriegt, dann noch die 2 Minuten dafür. Maria Bovara. Mit dem 18 zu 13 für Wismar. Tor! Das spielt ihre ganze Klasse aus! 7-5 für Wendy Köpfel. Der ist nicht drin, der ist am Tor vorbei. Da sieht man den Wismarer Trainer auch. Ruhig spielt er heute seit Überzahl. Ja, wobei es war ja eine gute Chance, sie war ja frei durch, also den Wurf muss sie nehmen. Aber da natürlich nicht kurze Ecke werfen, ne? Also muss man schon das Ding reinmachen. Durch die Beine, Heber, er kann alles machen, aber die Chance war schon gut, die muss sie nehmen. Ne? Und jetzt gibt es 2 Minuten gegen die Testgewissbach. Ja, der Brinkis geht zum zweiten Mal runter.
Badler unglücklich gefallen. Eine Spielerin verletzt. Das war aber der Sturz. Auf die Rippen gefallen. Also ich denke, dadurch, dass sie ausgeholt hat, konnte sie sich nicht mehr abfangen. Ist sie quasi im Körper, im Grunde mit dem Rippenbogen aufs Parkett gefallen. Ne? Es wäre schön, wenn ihr da oben euren Mund haltet, aber der TSG, das ist ja völlig unsportlich. So einen Schwachsinn habe ich noch nicht erlebt. Dann solltest du mal als Trainer hingehen und was sagen. Was sind denn mit dir? Wie viel Bahn laufen? Ja, unsere Nummer 15. Daniel Ernst steht wieder. Das Schmarin jetzt wieder voll. Und direkt mit der Manndeckung gegen Jamacek. Auf Forsten von der Außen. Oh, schwacher Ball. Auf Forsten haben wir heute auch oft gesehen schon, ne? Ja. Aber wenn Maria Wumperath den eben noch reinhaut, hätten wir wieder etwas, was wir dem Spiel dazu hätten fügen können. So reingeschlagen, der Ball hat man auch nicht jedes Spiel. Weng! Tor! Heute packt Julia Weng das aus, was ich oftmals vermisst habe in ihrem Spiel. Sie ist eine gute Rückraumspielerin. Die muss halt immer aus der Bewegung kommen. Also sie ist keine starke 1 gegen 1 Spielerin oder die Aktion vor. Aber wenn sie angekreuzt wird, für sie gespielt wird, dann hat sie einen guten Wurf. Und der zeigt sie zum wiederholten Male. Verkürzt von 15 zu 18. Ein Schütze, der kurz überlegt, ob er 7 Meter gibt. Was für ein Kreiserspiel, Nabelek! Was für eine Szene! Stimmer voll. Richtig. Tor für Wismar. Erster Treffer in Halbzeit 2 für Christian Bolter.
Schwerin quält sich natürlich jetzt ein bisschen. Die müssen ein bisschen Zeit überbrücken, weil die Rückraumspielerinnen wahrscheinlich eine Pause brauchen. Denn, aber ich sag mal, das ist natürlich eine spannende Ausstellung jetzt gerade mit Vivi Bartler auf der Mitte. Kann man mal machen. Aber man sieht auch, dass Linkshand fehlt hier bei Schwerin. Ne? Also, dass wenn die Künstler sich auf der halbrechten Position so schwer tut wie jeder andere auch. Ne? Also, ist schon. Ja, Lösungen werden gesucht und Lösungen werden gefunden, diesmal für den TSG Wismar. Der Pinkus mit dem Treffer zum 2016. Nächstes Kreis, das Spiel Glück, das ist gut. Künzel, nette Idee, sehr gut aufgepasst von Marin Tegler. Immer wieder eigentlich eine gute Variante, um das Spiel zu öffnen und leichter Ballverlust. Ball gesehen für Grömer Schmarin. Aber was Schmarin ja wirklich fehlt, ist irgendwo der Angriff. Welche Möglichkeit hätte Schmarin jetzt noch, was zu verändern? Was könntest du Lutz Kauf vielleicht jetzt auch als Idee mitgeben? Naja, ich würde versuchen, die Mannschaft wieder zu erinnern, mehr über die Kreuzbewegung, das machen sie jetzt auch. Aber sie brauchen natürlich Schützen und zu den Schützen gehört auch, ich würde vielleicht nochmal die Kreisspielerin wechseln. Ernst arbeitet gut in der Deckung, aber wird jetzt im Angriff einfach nicht gesehen und gefunden. Steffi bewegt sich da vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen mehr und vielleicht haben sie damit nochmal Erfolg. Aus Ahren, erstmal wieder der leichte Ballverlust. Aber es deutete sich eben ein Spiel mit zwei Kreis an. Ich weiß nicht, ob das ein einfacher Einläufer war oder ob das jetzt länger dauern soll mit Steffi Lars und Daniela Ernst. Ja, zwei Kreis ist auch schwierig, das musst du wirklich gut geübt haben, weil die Passwege von halb zu halb halt sehr lang sind und immer gestört werden können. Also da musst du individuell schon sehr gut sein, um 4-2 zu spielen. Pinkus, schaltet der Block von Ernst. Passives Spiel angezeigt, Ball gewinnt Schmarin. Der Pass auf Badlau kommt nicht an. Stimme voll. Aber jetzt kommt bei Grün-Weiß und Schwert hinzu, dass die Konterpässe heute nicht sitzen. Naja, aber Wismar arbeitet partiell ganz gut zurück. Ne? Also wir haben ein tolles Rücklaufen von Christine Wolter. Vorhin haben wir Jermanczyk sogar in der Rückwärtsbewegung gesehen. Also das habe ich ein ganzes Jahr nicht gesehen. Und heute fängt sie mal ein Gegenstand an. Das zeigt aber, dass Wismar vielleicht doch ein Tick mehr im Spiel ist und ein bisschen mehr Einstellung mitbringt für so ein Derby. Wenn solche Spielerinnen über ihren Schatten springen und solche ungewöhnlichen Aktionen machen, ne? Ja, wer entscheidet jetzt beim Sprungwurf? Wobei ich mal wissen, auch im Grunde, jetzt haben wir die ganze Zeit die Manndeckung für Jermanczyk. Kollega hat angefangen, hat ja ein gutes Spiel gemacht. Also auch da würde ich vielleicht versuchen, mal zurückzuwechseln, ne? Also dass mit Kollega wieder ein bisschen Betrieb auf der Rückraum-Mitte-Position kommt. Ja, jetzt sicher wie du. Das ist die jetzt erfolgreich. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Wismarer Trainer denkt, dadurch, dass jemand sich rausgenommen ist aus dem Spiel, sie eben mehr Platz haben und so die Schmariner Deckung besser brechen können. Ja, sie spielt jetzt ohne Kreisläufer, ne? Also Svea Pinkus spielt auf der Rückraummitte, dadurch haben sie im Grunde weiterhin drei Rückraumspielerinnen auf der Platte und das machen sie sehr gut eigentlich. Ne? Aber ich sag mal, für die Spielideen, aber es scheitert ja im Moment nur an Schwerins Deckung, aber die Spielideen fehlen ja einfach ein bisschen. Ne? Der Ball war nicht drin von Erdmann.
Das Glück ist den Wismaranern heute hold. 10 Minuten haben wir noch, 16:21. Und wir blicken einmal auf Lutz Gau. Viel fällt ihm nicht mehr ein, scheinbar. Jetzt der Kunde, wenn die Kürze. Idee war gar nicht schlecht. Aber es soll heute scheinbar nicht sein. Bricht die Bilanz von Lutz Gau mit Grüberspringen ausgerechnet im Derby. Sieben Meter. Und jetzt kommt Anna Peschel. Gegen Jamacek. Macht das doch. Ihr sechster Treffer. Oh, da werfen sie sich noch gegenseitig ab. Aber es muss natürlich auch schnell gehen. Sechs Treffer. Es sind noch 8,5 Minuten. Erdmann, Pfosten. Und wieder geholt von Janda. Ballverlust. Tempo-Gegenstoß. Und das Tor. Nein. Oder? Doch. Doch, Tor. Treffer 8. Ja, jetzt muss man sich auf Schweriner Seite damit anfreunden, dass das Derby wohl doch verloren geht. Also im Moment sieht es ein bisschen krampfig aus, das ist schon so. Also Schwerin fällt im Moment nicht viel ein. Also ein bisschen macht sich vielleicht doch die Wismarer Abgezocktheit bemerkbar, dass sie so enge Spiele vielleicht doch das bessere Nervenkostüm haben. Erdmann, Tor! Ihr dritter Treffer, aber nur Rückraum ist zu einfach. 17:23. Er schafft noch viel Raum, liebe Marane. Und Golder scheitert an Nabelek. Kleine andere mit den zwischen Badlau und Wohlezeit. Jetzt über außen, Lars! Scheitert! Jetzt aber durch Marien, Erdmann, scheitert. Das sah aber auch sehr verdächtig nach Schritte aus. Wismarer Trainer regt sich noch auf, da freut sich die Torhüterin schon, dass sie den Ball hat. So schnell,
ihr das? Gott sei Dank keinen Grund zur Diskussion, mir ist eh gehalten, also von daher. Ja, wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr jetzt. 17:23. Da belegt mit der Tollpartie heute. An ihr hat es nicht gelegen. Erdmann. Aber ich muss mal sagen, bei Vivi Erdmann habe ich das Gefühl, dass sie sich noch wehrt. Ja, bei den anderen, die spielen halt jetzt nur noch ein bisschen mit und so richtig das letzte Ding zu reißen. Ich meine ganz ehrlich, auch wenn ich nur 3 Tore aufhole, aber da fehlt so der letzte Wille. Ne? Und da ist Erdmann wieder. Rüber. Hat vielleicht auch etwas Wut im Bauch. Noch 4. Kreis anspielt, Tor für den TSG Wismar. Wer bringt los mit dem zweiten Treffer? Und jetzt kommt Kollegger wieder. Die Schlachtenbummler aus Wismar programmieren schon. Auswärtssieg. Ganz so weit ist es noch nicht. Wenn die Künstler erstmal zum 7 Meter. An die Latte! Und das ist so ein bisschen das Bild des Spiels heute. Ja, leider. In dem Fall muss ich sagen, leider. Tut mir auch leid, aber wir haben insgesamt viele Pfosten- und Lattentreffer auf beiden Seiten gesehen. Und da sieht man, was der Kopf ausmacht. Ne? Die war, ist so sicher als Spielerin beim Wurf da. Aber Wismar schenkt jetzt auch die Bälle zu schnell her. Ne? Ja. Mal abgesehen davon, dass das jetzt ein Spielentscheid ist, würde mich irgendwann interessieren, was der Schiedsrichter da gerade gepfiffen hat. Schrittfehler. Sie geht vorbei. Sie hat zwar Körperkontakt, aber sie geht halt mit Schritte vorbei. Ne? Also in dem Fall gibt er den technischen Fehler. Ne? Hätte auch einen 9 Meter geben können, oder ein Freiburg an der Stelle wäre wahrscheinlich genauso gut bedient gewesen. Ne? Ball. Ganz gute Erklärung. TSG Wismar schaltet hier durch die Rheinbahn-Sporthalle und Auszeit genommen von eben jener. So, Robert Kack hier, der TSG Wismar mit Auszeit hier in der zweiten Halbzeit. Es steht TSG. Nochmal schön Luft holen, Lirik. Jetzt klasse so, komm! Ja. Und jetzt locker hochspielen die letzten 2 Minuten. Habt Spaß daran, spielt das, genieß was ihr wollt. Komm, ja. Ein Tor holen wir uns noch und nach hinten verteidigen. Wir fahren jetzt kein Tor. Okay. Wir fahren jetzt hier. Okay. Auf geht's! So, wir kommen noch auf den Einzelnen. Unmittelbar nach dem Spiel wollen wir noch mit beiden Trainern sprechen. Das wäre der Trainer für TSG Wismar. Ja, ein Satz, den man selten von einem Trainer hört. Spielt, was ihr wollt. Ja, ist natürlich auch mal eine nette Auszeit, aber nimmt er so ein bisschen Dampf raus. 6 Tore sind nicht mehr aufzuholen, 2,5 Minuten, das lässt sich Wismar nicht mehr nehmen. Aber macht jetzt auch keinen Sinn, noch ein gutes Ergebnis kaputt zu machen, indem man ganz schnell abschließt und viele Abschlüsse oder viele Bälle weggibt. Oder ja, da muss er mal gewischt werden, sagt der Schiedsrichter. Ja, richtig, er sagt vorne, machen wir noch eins. Also die 25 soll es dann noch sein. Wir werden noch ein paar Tore sehen auf beiden Seiten, bloß nicht. Ne? Aber wieder das gute Ergebnis eben auch wichtig. Ne? Mit 3 oder mit 6 oder mit 10 gewinnst du schon immer einen Unterschied. Und nochmal 7 Meter für die TSG Wismar. Kollegger gegen Künzel. Oh,
Und Jamacek möchte noch einmal. Und Nabil Erkelt. Noch ein Erfolgserlebnis für die beste Schmerinerin heute. Ist aber ein Erfolgserlebnis für die beste Schmerinerin heute. Ja, auf jeden Fall. Also sie hat schon lange dran gearbeitet. Ne? Also hier hielt Schwerin lange im Spiel. Letztendlich entscheidend war, denke ich, dass Schwerin selber ein paar Torchancen ausgelassen hat und einfach so ein bisschen den Faden verloren hat, Also das, was sie zu Anfang gemacht hat, viele Kreuze mit viel Bewegung, Einlaufer von außen und so, haben sie dann einfach nicht mehr gemacht. Und dann war es für Wismars Deckung einfach. Ein Unterschied war sicherlich auch die Umstellung in die 6-0 bei Wismar. Damit ist Schwerin nicht zurechtgekommen. Künzel gehalten und der Tempo-Gegenstoß. Tegler. So, und jetzt gehen wir in die letzte Minute. 18:24. Wir müssen das erste aus. Und das wird der erste Auswärtssieg der TSG Wismar, ausgerechnet in Schwerin. Aber das haben sie sich vorgenommen, den Auswärtsfluch im Derby besiegen. Besser kann man es nicht umsetzen. Erdmann nochmal, 19:24. Ihr fünfter Treffer. 24. Und ich denke, jetzt werden wir noch einen Abschluss sehen. 15 Sekunden haben wir noch. Kreisanspiel und nichts mehr. Und das war's. Jetzt ist das Spiel zu Ende. Die TSG Wismar schlägt den SV Grünwald-Schwerin mit 24:19. In einem heißen, sehr spektakulären Mecklenburg-Derby. In einer vollen Reiferbahn-Sporthalle. Wir sehen uns gleich noch zu den Interviews. Ich bedanke mich bei Timo Labs für den ganz tollen Kommentar. Ich danke auch dafür. Und wir lassen uns jetzt noch ein bisschen alleine mit Impressionen hier aus der Reiferbahn. Und wir kommen gleich noch zu den Stimmbeiträgen nach dem Spiel. Habe ich hier auch schon bei euch zu Hause gewonnen. Da war es auch mit 4 Toren Vorsprung.
Wie fährt man dann hierher? Ihr habt ja gewusst, das ist eine ganz kleine Halle hier. Die Stimmung ist eigentlich gut. Dann haben wir ja auch fast, ich glaube, 60, 70 Fans mitgebracht. Dann war ja für Sonntag das Derby alles angerichtet. Naja, ich sag mal, das Wort Derby, das wollen wir nicht überschätzen. Das war ein Auswärtsspiel und wir haben uns gut vorbereitet für das Auswärtsspiel. Und unsere Fans kommen da häufig und in großer Vielzahl. Ja, und dann gewinnt unser Deck hier. Wenn wir nochmal die Saisonziele oder nach Saisonzielen eingreifen könnten oder dürften, was gilt noch als Saisonziel für die TSG Wismar hier in der dritten Liga? Herr Rund, Saisonziel haben wir uns ja, wie es heißt, Saisonziel vor der Saison besprochen und definiert. Wir wollen Mecklenburg Nummer 1 bleiben. Das sind wir heute auch nach dem Sieg. Ja, und nach oben müssen wir schauen, wir müssen in den nächsten Aufwärts spielen. Unsere Hausaufgaben macht, ähnlich arrangiert, ähnlich mit einer geschlossenen Leistung zu Ende gehen und dann schauen wir, was da noch geht. So, danke schön, das war bis hierher. Vielleicht nochmal eine Sache, in eigener Sache, da steht es ja auch dran, Fair geht vor und ich muss es nochmal betonen, auch wenn das jetzt die Fans vielleicht nicht gerne hören, aber es muss nicht sein, wenn verletzte Spielerin hier auf dem Boden liegt, dass da unsportliche Parolen runterkommen. Das muss doch wirklich nicht sein. Sport, ne? Und du kommst vom Volleyball und da gibt es solche Körperzähne nicht. Vielleicht musst du dich da auch ein bisschen umstellen. Ja. Nee, muss ich nicht. Das gehört nicht. Und meine Lieben, wir machen weiter, jeder hat seine Ansicht. Wir wollen es nicht weiter diskutieren. Ich bleib dabei, ich bin da, das gehört sich nicht. So, jetzt kommen wir zu Lutzkau. Das Spiel ist vorbei, verloren. Zur Halbzeit sah es noch ganz gut aus mit 2 zurück. Aber dann drehen die TSG Wismar auf und dann haben wir hier das Endergebnis 24 zu 19. Woran hat es heute aus deiner Sicht unmittelbar nach dem Spiel gelegen? Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an die TSG Wismar zu dem Sieg. Ja, ich war gerade drin bei den Mädels und habe nochmal mit ihnen gesprochen und habe gesagt, wir haben die ersten 6 Spiele seit Dezember, seit meinem Amtsantritt, so viel erreicht, dass irgendwann mal eine Niederlage kommen muss. Völlig klar, dass es ausgerechnet zu Hause passiert, ist natürlich nicht so schön, aber trotz alledem glaube ich, dass wir ein richtig gutes Handballspiel gesehen haben, mit einer tollen Atmosphäre, mit einer tollen Halle und ich glaube, dass auch beide Mannschaften dazu beigetragen haben. Wismar hat heute sicherlich besser gespielt als wir und auch Berlin gewonnen. So, die Saison ist noch nicht ganz zu Ende. Wie geht es weiter mit Grün-Weiß-Schwing? Die nächsten Gegner und was ist noch in der Tabelle drin? Zurzeit ist ja die TSG die Nummer 1 in der Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir die Niederlage verkraften, ganz klar. Aber ich denke, die Mädels sind auch so gestärkt durch die bisherigen Spiele, dass wir das eher als Motivation nehmen, nächste Woche besser zu spielen. Wir haben nächste Woche Sonntag Leipzig hier zu Gast. Wir hoffen natürlich auf die gleiche Unterstützung durch unsere Fans und ich hoffe, dass wir die Köpfe freikriegen, vernünftig trainieren, damit wir dann nächste Woche angreifen können. Wir haben heute ein Spiel verloren, wir haben 2 Punkte verloren, mehr nicht. Von der Warte her geht alles normal weiter und nach vorne ist alles ganz, ganz eng. Das sind maximal 4 Punkte, die auf dem dritten Platz fehlen. Da sind 4 oder 5 Mannschaften dazwischen, also ist auch ganz schwierig, jetzt irgendwas vorherzusagen. Also, denn es ist eine kurze Woche, dann zu Gast HC Leipzig 2. Gibt es Mikrofon nochmal? Nächster Heimgegner oder nächster Gegner bei der TSG Wismar? Nächster Heimspiel gegen Helmstedt Ulzburg. Ja, da haben wir etwas unglücklich verloren nach hinten raus. Ja, mal schauen, was da ist. Und unseren Heimbonus wollen wir auch warten. So, das soll es gewesen. Dankeschön, meine Trainer, dass Sie nochmal unmittelbar nach dem Spiel uns Rede und Antwort gestanden haben. Und wir wünschen einen schönen Sonntag noch, einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal hier in der Sporthalle an der Reichsherbahn, genannt die Hölle. So. So, das Mecklenburg-Derby ist beendet. Die TSG Wismar führt die 2 Punkte aus Schwerin. Das soll uns aber nicht daran hindern, auch weiter ein bisschen Spaß mit den Quasselkids zu haben. Jette und Lisa Menschel, eure Zeit. Wie bist du auf Handball gekommen? Also ich habe vorher Leichtathletik gemacht, hatte dann nicht mehr so die Erfolge und bin dann durch meinen Bruder zum Handball gekommen. Das war vor 6 Jahren ungefähr. Wie findest du deinen neuen Trainer? Ich komme eigentlich ganz gut klar mit meinem neuen Trainer. Also er war ja schon mal der Trainer von meinem Bruder, da kenne ich ihn schon ein bisschen länger und
Ich mag ihn. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis oder nicht? Man hätte sicherlich mehr rausholen können, aber ich finde, wir haben teilweise alles gegeben und wir machen es nächstes Mal einfach besser. Wie alt bist du? Ich bin 18. Was findest du an Handball so toll? Ja, dass man halt im Team zusammenarbeiten muss und Freunde finden kann auch und dass man halt einfach Sport machen kann, auch körperlichen Sport, so mit dem Gegner anfassen und so. Was willst du mal werden? Was ich werden will, ja. Also der Wunsch jedes Mädchens oder jedes Jungen, glaube ich, ist so, Polizistin möchte ich werden, ja. Welches Sternzeichen hast du? Ich bin Waage. Was empfindest du für Handball? Also Handball ist so zum Teil mein Leben. Also es macht mir Spaß und ich freue mich, wenn ich zum Training gehen kann. Ich freue mich, wenn wir spielen. Ja, schon ein großer Teil meines Lebens. Wann hast du Geburtstag? Am 15. Oktober. So, und das soll es dann für heute auch gewesen sein von den Quasselkids. Wir haben gleich noch ein Interview mit Vivian Erdmann und Eva-Marie Kollecke. Das ist gleich im Anschluss. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Vielen Dank an Lisa Menzel und Jette, das Quasselkind. Vielen Dank. So, und jetzt haben wir uns noch zwei Gesprächspartnerinnen geholt für das Mecklenburg-Derby. Von der Seite von Grün-Weiß-Schwerin, Vivian Erdmann, Eva-Marie Kollecke vom Sieger von TSG Wismar. Wir wenden uns erstmal an den Gast erstmal herzlichen Glückwunsch. Tolles Spiel, gerade von dir in der Anfangsphase. Danach nicht mehr. Warum hast du nicht weitergespielt? Also danke für die Glückwünsche. Ich denke, in der Anfangsphase war ich etwas unglücklich mit meinen Entscheidungen. Deswegen auch runtergekommen. Aber ich denke, mein Team hat das super gelöst. Und wir haben und das Team funktioniert, was wichtig war, vor allen Dingen in der Abwehr. Und ich denke, da ist da nichts mehr angebrannt. Das war eine sichere Sache. Mhm. Ja, Vivian, bei euch hat es nicht ganz geklappt. Waren gerade die Abwehr der Wismaraner entscheidende Punkt, dass ihr die nicht geknackt gekriegt habt? Ja, auch. Und wir selber natürlich. Wir haben letzte Woche 35 Tore geworfen, werfen hier nur 19. Ich denke mal, spricht für sich und unsere Unkonzentriertheiten im Angriff. Dann kommen ein paar Schiedsrichterentscheidungen dazu, sicherlich das Publikum. Und dann verliert man so ein Spiel. Ja, aber unglückliche Entscheidung. Ihr habt viele Fangfehler gehabt. Wart ihr einfach nervös? Nö, ich denke nicht. Ich denke mal, wir sind alle alt genug und können das abschütteln. Sicherlich ist eine gewisse Nervosität dabei. Aber ich denke nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Und wenn man den Anfang des Spiels betrachtet, war es ja relativ ausgeglichen, auch zur Halbzeit. Wir haben einfach die ersten 10 Minuten total verschlafen. Ja, das ist eine klare Aussage. Ihr habt aus Wismar eine ganze Menge Schlachtenbummler mitgebracht. Das war unheimlich laut in der Halle. Deswegen bin ich auch ein wenig von der Stimme her weg. Wie weit kriegt ihr das mit unten auf der Platte? Also ich denke, in der Wärmungsphase haben wir es noch sehr deutlich mitgekriegt und nachher ist es vielleicht ein leichtes Pushen von hinten, aber wirklich wahrnehmen tut man das nicht mehr. Also man ist wirklich aufs Spiel fixiert, auf den Gegner fixiert und es ist einfach nur ein schönes Beitun, wenn man es im Nachgang noch mitkriegt, wie man dann gefeiert wird. Ja, die konnten euch zu Recht feiern. Man hat am Ende des Spiels die Sprechgesänge gehört, nur noch aus Wismar. Wie sehr tut das weh in eigener Halle, Vivian? Sehr natürlich, gerade wenn man im Derby verliert. Wir hätten natürlich sicherlich gewonnen, gerne gewonnen. Aber es hat halt nicht gereicht und wenn man gegen einen Zweitliga-Absteiger sicherlich nur 24 Tore kriegt, ist es nicht schlecht, aber wenn man nur 19 wirft in eigener Halle, dann hat man eigentlich keine Chance und mit den Technik-Regelfehlern, die wir gemacht haben, schon gar nicht. So, jetzt ist der Nimbus gebrochen nach der Heimnimbus von Lutz Gau zu Hause. Wie verhindert man jetzt, dass es einen Bruch in der Liga gibt, dass wir jetzt wieder so weitermarschieren können wie eigentlich in den letzten Spielen auch? Ich denke mal, ein Bruch ist nicht da. Wir haben jetzt, ich glaube, 6 Siege in Folge, 1 verloren. Müssen wir gegen Leipzig gewinnen, was sicherlich nicht einfacher wird, aber müssen wir gucken. Ja, es ist auf jeden Fall ein klares Ziel. Wie geht's für euch weiter? Ihr habt endlich mal auswärts gewinnen können, den Auswärtsflug ausgerechnet in Schwerin, also quasi in einem Heimspiel, brechen können. Schafft ihr das nochmal im nächsten Auswärtsspiel? Ich denke ja. Also wir sind, glaube ich, als Team sehr, sehr gut gewachsen. Gerade jetzt von den letzten 3-4 Wochen, wo wir gut gespielt haben, auch das letzte Spiel zu Hause. Und ich denke, wenn wir so weiter agieren, vor allen Dingen in der Funktionalität in der Abwehr und heute war das wirklich unser Punktstück, dann werden wir draußen und auswärts vor allen Dingen einige Punkte holen, wo Überraschungen möglich sind. So, und da das heute nicht nur ein Mecklenburg-Derby war, sondern für uns vom Schweriner Fernsehen die 600. Sendung, haben wir vorher ein Versprechen gegeben und das wollen wir jetzt einlösen. Der Sieger, den haben wir eingelöst.
einmal Sekt für die Siegermannschaft. Das ist quasi euer Pokal aus der 600. Sendung von Sport in Schwerin. Ich bedanke mich, dass ihr uns zur Verfügung gestanden habt nach dem Spiel. Auch Vivian Erdmann gerade nach so einer schwierigen Niederlage. Kommt genau, genießt noch den Rest Sonntag und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Saison beim Mecklenburg-Derby Grün-Weiß-Schwerin gegen TSG Wismar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.